Unter dem ökologischen Fußabdruck wird die biologisch produktive Fläche auf der Erde verstanden, die notwendig ist, um den Lebensstil und Lebensstandard eines Menschen dauerhaft zu ermöglichen. Der Fußabdruck wird unterteilt in die Bereiche Ernährung, Wohnen, Konsum und Mobilität. In der Mobilität ist der Fußabdruck zu 80-90% verursacht durch das Fliegen und durch das Fahren mit dem Pkw, also die individuelle oder Individualmobilität. Und dann weiß man auch, wenn man es besser machen will, wo setzt man an, genau dort. Als Beispiel, es ist nicht nur eine Frage Fliegen oder Auto, sondern welcher Fahrzeug verwende ich, um eine Strecke zurückzulegen? Was ist das geeignete Mittel, das gelindeste Mittel? Das kann sein für einen Weg von Salzburg nach Wien zum Beispiel. 50 Personen fahren mit jeweils eigenen Pkw oder setzen sie in einen Bus. Ist natürlich klar, wo der Fußabdruck kleiner ist, weil natürlich der Mehraufwand des Busses gegenüber einem Pkw ist da, aber natürlich wesentlich geringer als bei 50 Pkw. Also in der Mobilität geht es darum, ich muss mir überlegen, muss ich mobil sein? In Zeiten wie diesen ändert sich das gravierend. Wenn ich mobil sein muss, was ist das beste Mittel? Da sind immer Öffis zuerst zu prüfen, dann Fahrgemeinschaften, dann Carsharing meinetwegen. Und auch Fahrrad und zu Fuß gehen ist wieder modern und kommt. Und erst zu guter Letzt ist es das eigene Auto, mit dem man die Strecken zurücklegen soll. Mobilität betrifft aber nicht nur unseren privaten Bereich, sondern auch den Waren- und Gütertransport. Alle Produkte, die wir zu Hause haben, müssen auch transportiert werden. Jeder Warentransport ist auch eine Belastung der Umwelt, braucht Ressourcen, Treibstoff und belastet auch die Umwelt mit Emissionen, mit CO2 und dergleichen mehr. Also Warentransport, Gütertransport ist für den Fußabdruck maßgeblich. Beim ökologischen Fußabdruck wird aber der Transport stark beim Konsum der Ware zugerechnet. Regional zu leben und zu konsumieren hilft also hier auch sehr stark, um den Transportaufwand zu reduzieren und somit in der Mobilität einen geringen Fußabdruck zu haben. Also in der Mobilität ist der Anteil derzeit ca. 21% vom Ganzen. Also wenn ich wieder auf den Österreicher mir das überlege, 6 Global Hektar pro Österreicher, sind also 20% knapp unter 2 Global Hektar. Also das wäre in etwa die Größe, die fair verteilt jeder Mensch auf der Welt nutzen darf, so 1,6 Global Hektar. Aber das ist halt bei uns mit dem Thema Mobilität dann schon erschöpft. Online finden sich Rechentools, mit denen der eigene ökologische Fußabdruck in den einzelnen Bereichen errechnet werden kann. Wenn man versucht, seinen Fußabdruck zu reduzieren, also erdverträglicher zu leben, kommt man natürlich beim Auto sehr schnell zum Elektroauto, weil das die umweltschonendste und sanfteste Art der Mobilität ist. Da ist das Thema der Reichweite, aber auch der Kosten. Hier kann man sagen, dass beides eigentlich gelöst ist. Für 80-90% der Strecken reicht jedes derzeit verfügbare Elektroauto eigentlich schon aus. Das deckt es ab. Und die Kosten werden sinken Jahr für Jahr mit der Anzahl der Elektroautos, die auf den Markt kommen. Also wenn man umsteigt auf Elektroauto, kann man sagen, es wird billiger, die Fahrzeuge werden alltagstauglicher, noch mehr, wie sie schon sind. Und man kann auch ein Elektroauto zu zweit oder zu dritt nutzen und sich hier die Kosten teilen. Also auch das ist möglich. Wenn man seinen Fußabdruck verringern will, dann muss man eine nachhaltige Form der Mobilität ganz einfach umsetzen, leben. Das heißt, viel mehr zu Fuß gehen, mit dem Radfahren auf kurze Strecken. Es ist bekannt, dass hier unsinnig viele Pkw-Kilometer anfallen, bei diesen Distanzen von weniger als 5 Kilometer. Und für größere Strecken Bahn und Bus sind das Maß der Dinge. Besonders die Bahn ist hier für den Fußabdruck sehr, sehr bekömmlich. Und wenn es eine individuelle Mobilität braucht, sprich der Auto, sollte man sich teilen, sollte man gemeinsam fahren oder zumindest eine nachhaltige Mobilität, also beispielsweise Elektroauto, ist derzeit das Maß der Dinge. Mehr Infos rund um das Thema ökologischer Fußabdruck finden Sie auf www.salzburg-ag.at/energieberatung.